Als nächstes am Wort ist Petra Steger von der FPÖ. Ja, werter Kollege Schäte, ich muss jetzt einmal heute mit Ihnen anfangen. Genau wegen solchen Wortmeldungen, genau wegen solchen Auftritten wurden Sie auch bei der vergangenen Wahl in Salzburg abgestraft. Das ist das Ergebnis einer solchen Politik. Sie sind offenbar nicht in der Lage, sich auf sachlichem und inhaltlichem Niveau zu diskutieren und verfallen halt dann wieder gerne in dieses populistische, leicht durchschaubare FPÖ-Bashing à la Putin-Partei oder Russland-Freunde. Ich finde es immer nur dann lustig, wenn Sie immer behaupten, wir hätten keine Inhalte und Argumente und Sie sich dann mit solchen Wortmeldungen selber disqualifizieren. Aber ich bin auch vollkommen erstaunt, dass dieses Mal offensichtlich die Grünen und auch die SPÖ ein bisschen im Vorfeld Kreide gegessen haben. Denn im Ausschuss hat sich das schon vollkommen anders angehört. Da sind sie richtig losgegangen mit ihren Beschimpfungen und inhaltlichen, also sehr mangelhaften Aussagen. Und ich habe Ihnen damals schon erklärt im Ausschuss, werte Kollegen von den Grünen, wenn man Argumente nicht zur Kenntnis nehmen will, will man sie halt nicht zur Kenntnis nehmen. Und ich habe Ihnen mehrfach gesagt, um was es uns bei diesem Antrag geht. Es geht darum, eine politische Instrumentalisierung des Sports zu verhindern. Punkt. Um nichts anderes geht es bei diesem Antrag. Und ein Verbot russischer Athleten bei internationalen Bewerben ist genau so eine politische Instrumentalisierung. Und ja, Herr Kollege Schetti, selbstverständlich versucht Russland, genauso wie viele andere Regime, den Sport ebenfalls politisch zu missbrauchen. Aber ich nehme zur Kenntnis, dass wir offenbar die einzige Partei sind, die jegliche Instrumentalisierung ablehnen, egal in welcher Form und egal von wem, und die sich tatsächlich für eine Trennung von Sport und Politik einsetzen. Und da können Sie, werte Kollegen, uns noch so oft beschimpfen. Wir bleiben dabei. Wir wollen keinen Sport, bei dem nicht die sportliche Leistung bestimmt, wer Olympiasieger wird, sondern nur noch politisch legitime Athleten gewinnen dürfen. Das widerspricht allem, wofür der Sport und vor allem auch der olympische Gedanke steht. Und wenn es nicht dermaßen bedenklich wäre, wäre es ja schon fast lustig, dass sich ausgerechnet jene Parteien, die sich angeblich ständig gegen Diskriminierung einsetzen, dann eine derartige Diskriminierung für gut heißen. Genau das ist es, eine Diskriminierung anhand der Staatsbürgerschaft von Athleten, die rein gar nichts für die Politik Putins oder diesen Krieg können, die ihn selber wahrscheinlich verurteilen und nur ihrem Sport nachgehen wollen. Das sagen nicht wir, sondern zum Beispiel auch die Menschenrechtsexpertin der Vereinten Nationen, Alexandra Xantaki, die richtigerweise erst vorgestern in einem Hearing im Europarat gesagt hat, dass ein Ausschluss alleine aufgrund der Staatsbürgerschaft diskriminierend sei und gegen die Menschenrechte verstoßt. In diesem Hearing hat sich übrigens auch ein Olympiasieger aus Armenien zu Wort gemeldet. Sie wissen, Armenien, das völkerrechtswidrig von Aserbaidschan angegriffen wird, und zu Recht gefragt, ob das wirklich in jedem Krieg, in jedem Konflikt der Fall ist oder war, dass alle Athleten eines Landes ausgeschlossen werden. Nein, natürlich nicht. Und da wären wir schon wieder bei der unglaublichen Doppelmoral und Willkür, sehr geehrte Damen und Herren. Und ich habe Sie das auch schon im Ausschuss gefragt, aber ich frage Sie auch hier noch einmal, wo ziehen Sie die Grenze? Wer entscheidet in Zukunft, welcher Konflikt, welcher Krieg schlimm genug ist, um Athleten auszuschließen? Wer bestimmt dann in Zukunft, welches Land demokratisch genug ist, dass seine Athleten noch an internationalen Bewerben teilnehmen dürfen? Dürfen dann in Zukunft keine Sportler mehr aus der Türkei teilnehmen, weil sie völkerrechtswidrig in Syrien eingefallen sind? Dürfen in Zukunft keine Sportler mehr aus den Emiraten teilnehmen, weil sie Frauenrechte mit Füßen treten? Oder aus dem Iran oder aus Aserbaidschan? Dürfen als nächstes die Chinesen nicht mehr an internationalen Bewerben teilnehmen? Ich frage Sie das ernsthaft, denn wenn Sie kein allgemeines Regelwerk festlegen, dann ist das willkürlich. Und Willkür heißt gleichheitswidrig und das heißt menschenrechtswidrig, sehr geehrte Damen und Herren. Und da sieht man wieder, das wahre Gesicht der Grünen. Diskriminierung von Athleten aufgrund des Impfstatus, kein Problem. Diskriminierung aufgrund ihrer Nationalität, kein Problem. Und politische Instrumentalisierung des Sports, auch kein Problem. Und im Übrigen auch eine Missachtung unserer Neutralität und Verfassung, auch kein Problem. So schaut grüne Sportpolitik aus und das ist eine Schande. Aber abgesehen davon muss man schon wirklich vollkommen ahnungslos sein und nichts mit dem Sport zu tun haben, um eine solche politische Wettbewerbsverzerrung für gut zu heißen. Ich frage Sie wirklich, wie viel ist eine Medaille am Ende eines Sportereignisses überhaupt noch wert, wenn Favoriten aus politischen Gründen
nicht teilnehmen dürfen. Ich kann es Ihnen sagen, gar nichts. Und genau deswegen setzen sich auch vor allem so viele Athleten dafür ein, dass ihre Kollegen, ihre russischen Kollegen an diesen Wettbewerben teilnehmen können. Sehr geehrte Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Sie können noch so oft versuchen, das als Putin-freundlich oder Russland-freundlich zu definieren. Wir bleiben dabei. Sport soll verbinden und nicht trennen. Und die Instrumentalisierung des Sports für politische Zwecke ist aus unserer Sicht jetzt und auch in aller Zukunft strikt abzulehnen. Petra Steger, die freiheitliche Sportsprecherin, spricht von Willkür und Diskriminierung aufgrund der Nationalität, wenn russische Sportler nicht bei Olympischen Spielen dabei sein dürfen.